Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster mit mir, dem Goro, bei. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn ein paar Tage ist es her, das Spiel ist keine Beta mehr. Ich glaube, das haben wir noch nicht in der Nicht-Beta gespielt. Ich muss gucken, ob die Shops alle auf sind, weil das waren sie nämlich nicht kurz nach der Beta, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe die Wasserbahn abgerissen, das ist ein bisschen blöd. Ich wünsche, hier gäbe es mehr Fahrgeschäfte. Das ist das nächste, was wir auf jeden Fall machen. Wir gucken nochmal, was wir hier erforschen können. Wir haben ein bisschen Geld. Ein bisschen. Und das sollten wir, glaube ich, auch erforschen hier. Und alles dreht sich um die Airtime. Achterbahn, frei beweglich, einfach mal abhängen. Nehmen die Airtime. Erforschen hier bei dem Ding 500 und bei dem hier, glaube ich, bis zu 3000, genau. So. Und werden gucken. Wir haben die Wasserbahn abgerissen, das ist ein bisschen blöd. Wir bauen keine Achterbahn direkt. Ich glaube, ich habe sogar einen Blueprint als Achterbahn. Kann ich das nicht sogar? Doch hier, ich hätte sonst rauf und runter. Das ist eine Bahn, die ich gebaut habe selber, die ganz gut war. Und sonst habe ich hier ein bisschen was im Workshop runtergeladen. Da kann man hier Shops, japanische Shops und, ach nee, so wollte ich das gar nicht. Warte, ich habe jetzt auf das Dings geklickt. Hier dieses Schloss, das gibt es ja auch zu Genüge. Das gab es, glaube ich, auch im Trailer. Auch sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und noch irgendwas, was man nicht sehen kann jetzt. Aktuell. So, wir sind aus der Beta raus. Das finde ich ganz, ganz cool. Ich habe das Spiel zweimal gestreamt, glaube ich. Also für alle Leute, die im Stream reingeguckt haben und sagen, jetzt Goro, der Park sieht ja ganz anders aus. Das ist, weil das hier mein Let's Play Park ist. Und dann habe ich noch einen privaten Park, den werde ich irgendwann mal zeigen. Da mache ich irgendwann mal ein Walkthrough. Allgemein ist die Frage halt, ob es nicht sinnvoller wäre, dass ich lieber privaten Park baue und dann dazu ein Walkthrough mache quasi. Das wäre noch so eine Sache. Aber wir machen jetzt erstmal nochmal ein Fahrgeschäft, weil das ist das, was die Leute wollen. Noch mehr Fahrgeschäfte. Und wir werden auch gucken, dass wir hier irgendwie ein paar Themen kriegen. Aber erstmal brauchen wir noch ein Fahrgeschäft. Das klatschen wir, glaube ich, hier vorne irgendwo hin. Aber warte mal. Ja, hier vorne. Und dann schwingt das, glaube ich, hier nach links und rechts. So, dass es halt okayisch wird. Weil das ist ja aktuell unser großes Problem, dass wir keine oder nicht viele Fahrgeschäfte haben. Das bemängeln dann natürlich auch die Leute. Die Besucher möchten auch viele Fahrgeschäfte. Und das kann ich auch gut verstehen. Das würde ich ja auch wollen. Was ist das? Das ist der Sandweg, ne? Den nehmen wir mal nicht. Wir nehmen nochmal den Holzweg. Das ist so gesehen tatsächlich mein Liebster, der Holzweg. Ich glaube, wir können die Schlange dann hier ändern. Und, ach Mensch, das ist ja blöd. So, jetzt aber. Dann öffnen wir das Ding gleich. Insanity. Und dafür können wir tatsächlich 8 Dollar verlangen. Und verdienen uns immer noch eine goldene Nase dabei. Haben richtig viel Geld ausgegeben. Aber das liegt auch in den Forschungen, ne? Gucken wir mal. Wir haben einen Animateur, und zwar die Prinzessin. Dann haben wir einen Putzer, die Leute hier in den Läden. Ein Techniker, den wir übrigens upgraden können. Und dann geben wir ihm einfach 10 Dollar mehr die Stunde. Oder pro Monat tatsächlich nur. 310 pro Monat. Der wird auf jeden Fall nicht reich. Die Prinzessin läuft ja hier auch noch rum. Die Prinzessin Amelie. Im Stream haben wir die Leute ja nach, die Mitarbeiter nach euch benannt. Das könnte ich hier auch noch machen. Das heißt also, wenn ihr auch Mitarbeiter werden wollt in dem Park, dann schreibt ihr einen Kommentar und sagt, Goro, ich hätte Bock, dass ich hier ein Mitarbeiter werde. Oder eine Mitarbeiterin. Und schon können wir das regeln. Jetzt werden hier erstmal die Besucher in ins Ding gelassen. Ich bin gespannt, bis wann. Ich glaube, bis 50%. Wobei, ein paar kommen noch rein. Die kommen nicht mehr mit rein. Genau, jetzt ist nämlich zu.
Und schon geht's los. Und das ist auch gut so. Dann füllt sich das Ding hier ein bisschen mehr. Und die Zufriedenheit der Besucher wird dann höher. Ich wünschte, es gäbe mehr Fahrgeschäfte. Genau. So lange warte ich nicht. Okay, das kriegen wir hin. Ich bin froh, dass Toilettenblock 4 nichts kostet. Genau, da hatte ich auch kurz überlegt, ob ich hier mindestens, komm, 50 Cent könnte doch schmeißen für einen Klobesuch. Das muss ja wohl drin sein. Hier habe ich den Zaun noch gar nicht fertig gemacht, ne? Warum eigentlich nicht? Warum hatte ich den Zaun denn nicht? Erweitertes Verschieben und Kopieren. Ach, lag's deswegen? Lag's daran? So. Ein Stück zurückschieben. Ein Stück auf die Seite. Der müsste noch ein Stück runter, oder? Oder irre ich mich? Kann ich woanders hin? Nee. Das geht eigentlich. Aber das ist denen eh egal, dass da ein Zaun ist, oder? Die läuft auch neben dem Weg. Die läuft auch durch das Ding durch. Sind ja bescheuert hier, die Leute. Scheinbar. Scheinbar sind sie bescheuert. So, die Schlange hier sollte jetzt auch nicht gut sein. Nee, die ist überhaupt nicht gut. Aber das kommt noch, das kommt noch. Hier wird auf jeden Fall eine lange Schlange sein. Was sehr cool ist. Und dann werden wir gucken, dass wir hier noch einen kleinen Bogen irgendwie machen. Irgendwas Bogentechnisches stellen wir hier noch hin. Zack. Na? So. Dann könnte man, wenn man wollte, da ein Schild dran machen. Ist also vielleicht nicht so riesig. Das hier so. An Oberfläche ausrichten, genau. Oder auch nicht. Na komm schon. So, glaube ich. Und dann muss das noch ein Stück rein. Nicht so krass. Aber so hier ist okay. Dann steht da Planet Coaster in ganz großen Lettern. Hast du schon gekauft? Nice. Und es leuchtet. Und macht es das besser? Ein bisschen. Ein bisschen besser macht es das. Boah, wie voll die Schlange gleich ist. Könnte man schon fast meinen, dass man noch ein bisschen was an Geld dazu kauen möchte hier. Klauen möchte. Bäume? Ach, wir haben Minusgeld. Naja, gut. Die Frage wäre auch noch gewesen, haben wir noch... Oh, haben wir ein Darlehen? Nicht, dass ich jetzt hier... Nee, okay. Nicht, dass ich hier meine, dass ich krasse Darlehens ausgeben kann. Was brauchen wir noch? Wir brauchen hier Szenenbewertung von 40. Eine Szenenbewertung von 40 erreichen sollte ja nicht so schwierig sein. Was hat die 31? 40? Nicht blöd. Oder ist das eine neue Quest? Weil dann klatsche ich einfach hier noch ein paar Dinger hin. So ein paar Formschnitte noch. Hier hinten kann man auch noch locker leicht. Wenn man Geld hätte. Wir müssen mal kurz ein bisschen speeden hier. Fürs Geld. Weil dann erreichen wir den nächsten, die nächste Quest und dann ist alles gut. Ein paar Dreiecke, was hast du jetzt? 58, ist das nicht? Erreiche eine Szenenbewertung von... Habe ich doch, oder? Monatlicher Profit. 7. Gut, wir werden gerade nicht reich, aber wir haben auch hohe Parkverwaltung gehabt. Also wir haben viel gebaut. Das hat sich hier sogar positiv ausgeübt. Und dann muss ich bis 40 bei allen haben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? Dann bräuchten wir hier noch ein, zwei Bäumchen. Die Bäumchen geben dann natürlich so gut wie nichts. Der ist zu groß. Haben wir hier eine kleine Kiefer? Eine Birke ist das, okay. Eine kleine Birke hier vorne hin. Ach, jetzt haben wir Minusgeld. Ach, Herr Jemine. Besucher finden die Warteschlange zu lang. Ja, gut. Müsst ihr was anderes machen. Also, ganz ehrlich.
Da kann ich leider nicht immer Rücksicht drauf nehmen, dass ihr hier die Warteschlange nicht zu lang findet. Was es teilweise so im Workshop gibt im Übrigen, ist der Hammer. Da habe ich schon viele Sachen, viele coole Sachen gesehen. Nicht genug Geld. Was soll denn der Kack? Ich möchte auch nur eine kleine Birke hier hinstellen. Hast du jetzt 40? Hast du. Gut, und dann müssen wir den hier noch irgendwie auf 40 bringen. Sollte ja auch keine große Kunst sein. Gerade die Seite hier ist ja noch frei. Noch ein paar Büsche rein. Weil komm, hier setzen wir erstmal nochmal das Licht auf 10 Uhr. Fest auf 10 Uhr. Ein paar Büsche. Ein paar Felsen können wir auch noch reinklatschen. Was haben wir denn hier? So Graslandfelsen, ne? Die sehen doch auch schnieke aus. So, was haben wir hier? Wie hoch ist die Bewertung? 38. Komm hier, gönn dir doch noch ein, zwei Bäumchen hier. Jetzt bist du über 40, oder? Nice. Von 40. Ich müsste doch alles auf 40 haben. Der hat 61, der hat 43, der hat 41 und der hat 42. Müsste alles über 40 sein. Oder gibt es die noch woanders? Parkbewertungsszenerie. Das muss das hier sein. Szeneriebewertung, ganz genau. Mist. Die ist bei 11. Na gut, 40 kriegen wir auch irgendwann hin. Wann haben wir so viel Geld gemacht eigentlich? Ja, letzten Monat. Hier, diesen Monat. Nice. Haben wir viel mit Lehen. Achso, das, weil die eine Forschung. Oder beide Forschungen abgeschlossen sind. Okay. Geldautomaten wurden erforscht und. Anubis Achterbahn. Ist das Informationskiosk? Okay. Familienfahrzeug. Pressluft mit Schwung. Nervenkitzel. Nein, wir holen uns nochmal so ein Ding hier. 750. Und eine Fressbude nochmal für auch 750. Genau. Jetzt geht das Geld natürlich wieder runter, aber das ist okay. Wir könnten noch den Geldautomaten gebrauchen. Hier. Dum, dum, dum. Wo muss er denn hin? So ein Geldautomat. Warum kann ich den links hier hinstellen? Der muss eigentlich hier so am Anfang stehen. Blockiert. Hier geht es nicht, dass er blockiert. Aber hier drüben wird es gehen. Stellen wir hier zwei hin. Die zählen auch als Gebäude, ne? Ich würde die jetzt hier so hinstellen und dann können die Leute sich hier Geld abholen. ATM. Ja, Oba. Oba kriegt nochmal ein Upgrade, damit er ein Profi ist. Verdient dann 190 Orken. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass man die Leute auch zwischendurch mal upgradet. Und immer wenn sie upgradet, kann ich euch so mal sagen, dann könnt ihr die auch, oder müsst ihr denen mehr Geld geben. Das ist wichtig. Wichtig, wichtig. So, der ist cool, dieser Lonely Torrents. Oder halt so ein Hypercoaster, ne? Oder so ein Dragon. Für jedes Alter, für jedes Alter. Nur für Erwachsene und Teenager. Für jedes Alter, für jedes Alter. Das hier wäre, glaube ich, so die Achterbahn, die ich noch machen möchte. Die dann hier im Hintergrund so ein bisschen fährt. Damit wir so ein bisschen was Achterbahnmäßiges noch haben, weil ich glaube, dass das auf die Bewertung drückt, dass wir nicht so viele Fahrgeschäfte haben. Ich bin in Erbrochenes getreten. Okay, gut, das ist okay. Wir sind jetzt weggekommen von dem Zeug. Unser Personal ist auf jeden Fall sehr zufrieden. Unsere Fahrgeschäfte sind alle okay. Und gut, dass die Leute hier so lange warten müssen, ist ein bisschen blöd. Dass sie in Erbrochenes getreten sind, ist auch nicht so cool. Da könnten wir nochmal ein
ein Reinigungs-Heini einstellen. Den Adam. Und ja, soweit würde ich sagen, ist das für dieses Mal. Wir haben hier noch einen Coaster gebaut, den ich nochmal umfarben könnte. Ich könnte das alles nochmal umfarben, damit das hier so ein bisschen gut aussieht. Aber bis jetzt haben wir so ein paar Coaster. Ich würde den in den, noch nicht in den Dings gehen, aber wir machen noch einen Ride. Also eine Achterbahn. Und dann gucken wir mal, was passiert, ne? Ich würde mich bedanken für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Haut rein.